So. Nicht immer an der Ecke festhängen hier, das ist ja furchtbar. Hier den Gang lang. Eine Winde für den Aufzug. Der Aufzug ist unten. Ja, dann hol ihn doch! Oh, das ist jetzt nicht dein Ernst. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Man kann den Aufzug von hier oben nicht rufen. Es gibt keinen Aufzugsknopf. Oh, ey, verarschen kann ich mich doch selber. Mann. Das ist jetzt hier unnötige Laufarbeit. Tut mir leid, Leute. Wir müssen jetzt also erst einmal ganz rum, hier mit dem Aufzug hochfahren, damit wir dann hier das Wasser... Ich gestikuliere übrigens gerade mit den Armen, obwohl ihr das gar nicht sehen könnt. So, damit wir dann hier das Wasser hochpacken können, damit wir dann da hinten durchkommen. Oh. Dabei bin ich mir sicher, dass wir mit diesem Aufzug schon nach oben gefahren sind. Auf dem Rückweg aus der Residenz. Definitiv. Habe ich mich noch gefragt, wo sind wir denn jetzt hier gelandet? Also wer bitteschön hat diesen Aufzug jetzt wieder nach unten gefahren? Wer war denn da so frech? So, Schrotflinte ausgerüstet. Jetzt müssen wir wieder an den Giftschlangen vorbei, ne? Oh nein. Und ich ohne blaue Kräuter. Na super. Super. Lauf, 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 lauf. Wupp, 2, 3, 4, 5. 6, 7 und weg. Bloß weg hier. Aber dann kann ich euch jetzt den Wasserfall nochmal zeigen, den ich meinte. Bevor wir jetzt den Weg frei machen. So, hier waren Hunde, meine ich mich zu erinnern. Ja. Wauzi! Mir Wauzi! Bumm! Wow! Bumm! Ey, geil! Ey, das war ja geil. Habt ihr das gesehen? Wir haben den hinteren Hund gleich noch mitgetroffen. So, und zwar hier. Hier blockiert er jetzt einen Wasserfall den Weg. Wir kommen da nicht weiter. Aber da ist etwas dahinter. Nur können wir uns dieses etwas nicht angucken. Wir haben doch hier diesen Fahrstuhl schon benutzt. Das war bestimmt ein Bug. Das hätten wir bestimmt gar nicht... Wie, sie können das hier nicht benutzen. Die Batterie wurde rausgeholt, ja. Oder versucht uns wer zu sabotieren. War die Batterie da vorher noch drin und es hat jetzt irgendwer entfernt. Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass wir diesen Fahrstuhl hier schon benutzt haben. So, jetzt wieder rum. Fröhliche Laufarbeit, jeder Gang macht schlank. Und jetzt die Kurbel benutzen. Jetzt stellt euch mal vor, ich hätte nicht vorher gewusst, dass wir diese Sachen jetzt brauchen. Dann müsste ich ja auch noch zur Itembox zurückrennen. Und diesen ganzen Scheiß holen. Das wären nochmal ein, zwei Läufe extra. Die nicht sein müssten. Aber das ist so ein bisschen auch der Reiz der Classic Resident Evil. Sie belohnen es, wenn man vorausschauend plant hier und vor allem auch, wenn man das Spiel halt kennt und so wirklich so ein bisschen planen kann, was man jetzt wohin mitnimmt. Deswegen, es heißt zwar, Jills Spiel ist einfacher als das von Chris und das ist es wahrscheinlich auch, aber das relativiert sich alles ein bisschen, weil die meisten Vorteile, die Jill gegenüber Chris hat, die, höhere Anzahl an Plätzen für Items. Sie muss keine... runter? Runter? Jetzt. Sie muss keine kleinen Schlüssel suchen, etc. Das alles relativiert sich für jemanden, der das Spiel schon kennt. Denn der kann dann seine Route besser planen
und braucht diese zusätzlichen Item-Slots eigentlich gar nicht und kann dann stattdessen von Chrises erhöhter Gesundheit profitieren. Der kann nämlich mehr Schläge einstecken als Jill. Und dadurch relativiert sich das alles ein bisschen, obwohl Chris mehr Gegner hat in seinem Modus, hat mir jemand gesagt. Und natürlich den Granatwerfer nicht. Das heißt, er muss die Hunter dann mit der Schrotflinte töten und das macht das Ganze natürlich schon wesentlich schwieriger und herausfordernder. Und wir sind jetzt angekommen. Willkommen in den Höhlen. So, Karte. Oder auch der Keller des Gartens. Wir haben jetzt hier zwei Wege, die wir gehen können. Einmal hier um die Ecke. Speicherpunkt. Da ist eine alte Schreibmaschine. Hätte ich ein Farbband, könnte ich abspeichern. Gibt es denn hier auch eine Itembox in der Nähe? Das nicht, aber hier ist ein sechseckiges Loch. Ja, ja. Hier kommen wir so nicht weiter. Hier ist ein Spalt, wo wir nicht drüber springen können. Und wir können hier mit unserer Kurbel nichts erreichen, denn die ist ja viereckig. Und hier ist ein sechseckiges Loch. Das heißt, wir brauchen eine andere Kurbel. Und das heißt auch, dass wir erstmal hier diesen anderen Weg gehen müssen. Huch. Oh, Jill. What good timing. A moment ago, I heard someone's voice coming from this hole. Let's go together, since it's dark and we can't see very well. Möchte ich mit Barry gehen? Natürlich möchte ich mit Barry gehen. Barry ist Barry. Let's go. Okay, then I'm gonna cover you. Let's hurry. Hey, are you all right? I can go first if you want me to. Möchten Sie, dass er zuerst geht? Nein, muss er nicht. Okay, let's go, Barry. I'm depending on you. Wir vertrauen Barry. Ich glaube nämlich, das ist ein wichtiges Kriterium für... Wo geht's denn eigentlich lang? Auch für das beste Ende. Wir wollen ja das Ende erreichen, wo sowohl Chris als auch Barry überleben. Das ist nämlich... das tatsächliche Ende, also was... wirklich passiert ist, teilweise. Tatsächlich gibt es sogar vier Überlebende. Aber wir treffen Rebecca ja in unserem Szenario nicht. Die hat nämlich offiziell das Ganze hier auch überlebt. Oh Gott, ist das dunkel hier. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, was ist das denn hier? Munition! Also, ich hätte mir echt keine Sorgen machen müssen, dass uns eventuell die Granaten ausgehen könnten. Wir kriegen echt mehr als genug, um die Hunter wirklich komplett mit dem Granatwerfer ausschalten zu können. Das heißt, ich hätte mir auch am Anfang den Stress mit der Schrotflinte gar nicht machen brauchen. Und ein Heilungsspray haben wir auch. Die Heilungssprays möchte ich so ein bisschen vermeiden, wenn es irgendwie machbar ist. Ich weiß nicht, ob das... Ein Stromgenerator hier übrigens, funktioniert leider nicht. Ich weiß nicht, ob das hier im Original auch schon... Das scheint sonst nicht zu sein. Ob das im Original auch schon so ist, aber in vielen der Resident Evils ist es so, dass der Einsatz dieser Erste-Hilfe-Sprays den Punktestand reduziert, also den Rang, den man am Ende kriegt. Während der Einsatz von Kräutern das nicht tut. Deswegen werde ich die Sprays nur im allerletzten Notfall benutzen. Hallo? Moment. Ach, das ist ein... Ich wollte gerade sagen, den Ort kenne ich doch. Und der gute Barry immer bei uns, immer an unserer Seite. Ich habe übrigens nicht vergessen, dass ich die ganzen Profile von den Stars-Mitgliedern vorlesen wollte, die wie sie im Handbuch stehen.
Ach du Scheiße. Töt ihn! Danke, Barry. Ich weiß, da fehlen noch 4 Profile. Da werden wir dann noch zu kommen. Ich hab's ungefähr im Kopf, wann ich die vorlesen möchte. Ohne da jetzt groß zu spoilern, weil ich denke, diese Ereignisse, die ich da im Kopf habe, die werden in diesem Spiel so oder ähnlich dann auch stattfinden. Ich staffe mal ein bisschen vorsichtiger. Oh, Sequenz. Ist das Jill? Ist das Voice Enrico's? Ja? You're alive! Wait there! Are you with anybody, Jill? What? Oh, yes! Enrico! So, Barry and Jill together. Are you all right, Enrico? The stars are doomed. Someone is a traitor. Everything was plotted from the start by Umbrella. Ha! Schön, wie er schon geschrien hat, bevor er erschossen wurde. Enrico! Oh Mann. Ich feiere diese Dialoge immer noch. Oh Mann, der gute Enrico ist tot. Aber wer war das eigentlich? Das war, ne, wo wir gerade von gesprochen haben, ne? Das war nämlich Enrico Marini als Leiter des Bravo-Teams und Weskers Stellvertreter innerhalb der STARS-Organisation fühlt sich Enrico durch die Anwesenheit des Alpha-Teams bedroht und fürchtet, dass ihn Chris oder Barry in seiner Stellung ablösen könnten. Nichtsdestotrotz ist Enrico ein überzeugtes STARS-Mitglied und führt stolz die Organisation, wenn Wesker ihn lässt. Aber jetzt nicht mehr, denn Enrico ist tot. Barry untersucht gerade etwas. Ja, was denn? Ich bin nur neugierig. Mensch, Barry, zeig doch mal her. Zeig doch mal her. Barry, was hast du denn da? Barry, 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 was hast du denn da? Was hast du denn da? Barry, zeig doch mal her. Zeig doch mal her, Barry. Barry? Er konnte sich mit dieser Verletzung nicht mehr bewegen. Er hält irgendetwas fest. Wahrscheinlich das, was Barry gerade untersucht. Yippie-yay-yay, ein Pistolenmagazin. Da ich noch nicht weiß, wo wir hier eine Itembox haben, werde ich das jetzt mal sein lassen. Denn solange ich hier keine Items verstauen kann... Ah. Möchten Sie diese Kurbel mitnehmen? Aber natürlich möchte ich das. Vor allem möchte ich jetzt eine Itembox haben. Und tada, das Ende ist sechseckig. Es ist eine Sechskantkurbel. Mensch, damals im Deutschunterricht, da hat uns ja ein Kant schon gereicht, ja? Und jetzt gleich 6 auf einmal. Das ist Overkill. Da ist noch einer. Da ist noch einer. Ich kann ihn doch hören. Aber ich kann ihn nicht sehen. Und Jill kann ihn auch nicht sehen, denn sonst würde sie... Ah! Wow. Alter. Da habe ich nicht mit gerechnet, dass der da aus dem Gang kommen könnte. Ich dachte, der kommt von hier unten, aber ja, im Nachhinein überlegt, das ist ein bescheuerter Gedanke, weil da war ja die Tür. So viel zu, Jill kann ihn nicht sehen. Ach, scheiße, ey. Das war wieder ein Schlag, den hätte ich nicht einstecken. Oh Gott. Das war einer. Anscheinend ist hier nur einer. Ich muss nachladen. Zack. Mit dem Granatwerfer sind die...
auf jeden Fall besser zu besiegen als... Was ist denn das hier eigentlich? Im Granatwerfer sind die Hunter immer noch besser zu besiegen als mit der Schrotflinte. Zumindest in diesem Spiel. In späteren ist die Schrotflinte dann die Waffe der Wahl. Einfach weil alles andere Overkill wäre. Aber hier ja noch nicht. Und ich muss jetzt nicht wirklich ins Haus zurück, wenn ich hier speichern will, oder? Ja.